Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Evolved auf Valguero. Eigentlich wollte ich ja schon abdrehen und pennen gehen nach der letzten Folge, aber da hat sich jetzt eine Situation ergeben, die, ja, ich weiß nicht, ob man es gut erkennt, aber da ist ein T-Rex aufgetaucht und der hat hier alles platt gemacht. Der hat jeden Stego, jeden Triceratops umgebracht, hat auch einen von den zwei Brontos umgebracht, kümmert sich jetzt gerade um den zweiten Bronto. Also der muss ziemlich hochlevelig sein. Und was noch dazu kommt, ist, dass hier im Wasser irgendwo ein Alpha-Megalodon herumschwimmt. Das heißt, ich kann nicht mal ins Wasser hupfen oder irgendwas. Ich bin hier gerade auf meinem Boot gefangen. Meine Überlegung ist nur gerade, ob ich nicht versuchen sollte, den irgendwie einzuzäumen. Mit, keine Ahnung, Dinotoren. Und versuchen soll, ihn zu zähmen. Denn der muss hochlevelig sein. Wenn der da alles platt gemacht hat, der hat da 4, 5 Triceratops umgebracht, der hat 2 Stegos umgebracht und jetzt kümmert er sich gerade um den zweiten Bronto. Also das muss ein Riesenviech sein. Jetzt muss ich mal schauen, wie viele Ressourcen ich da bei mir habe. Ich habe viel zu wenig Holz und viel zu wenig Stroh sicher. Das sehe ich jetzt schon. Was kostet so ein Dinotor? 140 Holz, 100 Stroh und 280 Steine. Ja. Hat er den Bronto jetzt umgebracht? Ja, natürlich hat er den Bronto umgebracht. Ich werde nicht mehr. Außerdem habe ich inzwischen auch schon hier die schrägen Dächer durch Steintreppen ersetzt und auch schon Geländer rundherum baut. Das war eigentlich das, was ich noch machen wollte, bevor ich pennen gehe. Und jetzt taucht da der Rex auf. Ich glaube, ich werde da kurz auf diese Insel rüber schippern. Alle Bäume fällen. Und ja, das werden wir jetzt probieren. Wir werden versuchen, den Rex da einzuzäumen. Ich habe gewusst, dass das eine lange Nacht wird. Also für euch ist es wahrscheinlich jetzt schon die vierte Folge, für mich ist es noch immer der erste Tag. Nicht so, ich sollte mich irgendwie hinstellen, dass ich wieder schnell wegkomme, wenn irgendwas ist. Also am besten so rum. Da liegen auch tote Viecher. Vielleicht habe ich Glück und der ist jetzt derendert, was natürlich sensationell wäre. Weil dann habe ich hier wirklich meine Ruhe. So, bam. Oh, der gibt's her. Sehr gut. Was noch? Bam, 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 bam. Ich sehe den ganzen. Ich sehe die Bäume voll lauter Wald nicht mehr. Irgendwas hänge ich jetzt. Na da. So. Steine. Eigentlich sollte ich gerade diese Steine hier mit der Spitzhacke machen, weil da kriege ich wieder viel Metall raus, weil das sind alles Fußsteine. Und die geben echt viel Metall her. Also im Verhältnis jetzt gesehen. Ich kann mich nicht mehr bewegen, okay, das ist gut. Dann machen wir dann den noch. Perfekt, so. Ich kann auch immer ganz bauen. Warum, was fehlt mir? Echt jetzt. Dann werfen wir mal ein Stück Holz weg. Perlung, komm. So, das sollte reichen. Perfekt, so, jetzt kann ich mich sicher auch wieder besser bewegen. Wo ist das ganze Holz, was ich da weggeschmissen habe? Da ist. Jetzt brauche ich wieder Steine. Ne? Was ist denn das für eine Leiche hier? Ein Manta, okay, na, der ist mal wurscht. Der ist sicher im Watt geschwommen. Jetzt ist der Rex da drüben. Ach du Kacke. Ich hab
habe Angst, dass ich da in den ganzen Geäst herumrenne und nichts sehe und auf einmal steht er neben mir. Weil wenn das wirklich ein Hochleveliger ist, dann musst du wahrscheinlich nur einmal zubeißen und das war's mit mir. Jetzt habe ich mich kurz geschreckt. Das war aber nur ein Pteranodon. So. Strand hier, sehr gut. Wo ist mein Boot? Da ist mein Boot. Schnell auf die Rampe. Oh, gut. So, jetzt nehme ich mal alle Steine da raus. Doch meine Pfeile jetzt mal da reinlegen. Das Metall kann ich auch ablegen. Ach, kacke, echt. Wo ist der Rex? Da drüben ist er. Ich brauche jetzt noch gut 200 Steine, 100 Steine. Dann habe ich insgesamt 5. Ich würde gerne versuchen, so ein mit 3 Toren irgendwie so ein halbes U oder so einen Halbkreis zu machen. Und dann auf der Rückseite wieder 2 setzen. Ich glaube, ich werde mich aber jetzt mal hier kurzzeitig verpissen und darüber jodeln, rodeln. Da ist ein Megalodon, das ist auch cool. Der kann mich aber mal, weil der kann mir gar nichts. Noch eines bauen. Ich bräuchte nur noch mal Sterne. Okay. Das werde ich vielleicht sogar machen. Dummes Viech. Danach. So nervös. Rex ist natürlich wieder ein ganz anderes Kaliber als mein Raptor. So, jetzt habe ich 6 solche Tore. Ach, jetzt hast du mich geschreckt. Ah ja, und da oben, da gleich wo die Büsche anfangen, habe ich Metall gefunden, was natürlich auch sensationell ist. So, der Winkel ist jetzt natürlich nicht ideal. Ich habe keine Pfeile dabei, deswegen ich tipp.
Okay, muss man auch Pfeile holen. Weil die wichtigste Aufgabe jetzt mal wäre auf jeden Fall den Rex da drinnen zu fangen. Wenn ich das geschafft habe, dann ist schon mal die halbe Miete erledigt. Dann muss ich mich nur mehr um Narkosemittel und Betäubungspfeile kümmern. Das ist das geringste Problem. Ist eh noch immer der Rex, okay. Habe ich jetzt keine Pfeile mit. Mensch, Manu. Da ist ein Megalodon, der wartet schon auf mich. Sehnsüchtig. Also jetzt ist alles hinter mir her. So, jetzt möchte ich mal schauen, was ich da... Zum Beispiel glaubt er, da drüben ist ein Alpha. So. Schauen wir, machen wir das irgendwie mal so. Dann vielleicht so. Hier locke ich ihn rein und hier stelle ich dann ein Tor her. Okay, los geht's. Na, jetzt ist da schon wieder so ein Dillo. Der Megalodon da unten gibt auch keine Ruhe. Mal da ein bisschen Fleisch ran. Ich meine, den Rex muss ich hier mit Fleisch zähmen. Ich habe ja nichts anderes zur Verfügung. Aber, ja. Ein Rex ist ein Rex, ist ein Rex, ist ein Rex. Gehen wir's an. Nur für ein Level. Wow. Big Master gesagt, man natürlich mein gegrilltes Fleisch klaut, was auch nicht gerade nett war. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, meine Lieben. Ich hab's echt geschafft. Ich pack's gar nicht. Ich hab den Rex da jetzt gezähmt. Also,
gezähmt, ist gut gesagt. Ich habe den Rex jetzt eingesperrt. Das heißt im Prinzip eigentlich nur mehr Betäubungsmittel machen. Bist du auch wirklich eingesperrt? Kommst du auch nirgends raus? Nein, tust du nicht. Wie schaut's aus mit dem Leben? Mein Raptor schaut gut aus. Gib mir, was für ein Level du bist. 180, ja natürlich. Du schaust aber richtig geil aus. Ich müsste dich eigentlich mit Filet zähmen, weil mit Fleisch ein 180er zum Zähmen tut schon richtig weh. Naja, nichtsdestotrotz, ich werde jetzt einmal meinen Raptor da, ja genau, da mal kacken, wieder in Sicherheit bringen. Nein, so war es nicht geplant. So war es auch nicht geplant, aufpassen auf den Megalodon. So. Bleibst jetzt einmal da hier oben. Und ich gehe jetzt mal Nakobären sammeln. Da ich euch damit nicht langweilen möchte, werde ich euch wieder zurückholen, sobald das erledigt ist. Und ja, wir sehen sich gleich wieder. Ja, er liegt. Ich halte es nicht aus. Okay, okay, okay. Stecken jetzt über 100 Pfeile in dir drin, mein Lieber. So, ja. Der Rex liegt. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe sogar eine zweite Amboss baut sich jetzt selber, weil ich nicht gewusst habe, ob ich das mit einer schaffe. Und die ist eh schon nur mal bei halt die Fresse 5% Haltbarkeit. Also das war echt schon knapp. Ich habe jetzt gut eine Stunde lang Mesobären gesammelt. Hab dann auch jeden Delfin und jede Turtle, also jede Schildkröte geschlachtet, die ich nur finden konnte, um mir knapp 200 Trank Darts zu machen. Und noch zusätzlich, wie viel habe ich jetzt noch? 87 Narkosemittel, okay, das ist nicht viel, aber es sollte reichen für den Rex. Die Narkosemittel gebe ich ihm schon mal rein. Ja, wie ich schon erwähnt habe, wäre es natürlich eine Schande, den jetzt mit normalem Fleisch zu zähmen. Ich weiß nur nicht, wie sehr ich da jetzt wirklich eine Chance habe, irgendwie Filet zu bekommen. Ich werde es aber auf jeden Fall probieren. Ich werde mit meinem Raptor herumrennen, ein paar Stegosaurus und den Bronto da vorne. Schauen, wie die vom Level ausschauen. Und ja, unter Umständen mit der Armbrust kaputt machen und dann mit der Axt harvesten, damit ich an Filet rankomme. Und dann immer wieder hin und her laufen und den Rex füttern, denn das Filet hält sich ja nur 10 Minuten und das Zähmen wird jetzt sicher eine Dreiviertelstunde oder länger dauern. Und ja, ich hole euch dann wieder zurück, wenn wir kurz davor sind. Bis gleich. Gleich ist soweit. Gleich, 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 gleich. Einmal noch kommen. Yes! Und es ist sogar noch genug Fleisch drinnen. Oh, ich habe nichts braucht. Ja, liebe Leute. Der Rex ist fertig.
Nimmt er das jetzt an? Nein, natürlich nicht, du Schwein. Oh ja, er nimmt's. Er nimmt's. Wie genial. Ja, wir haben einen 180er Rex gezähmt auf 268. Ich habe nämlich, das muss ich euch jetzt erklären, hey, das glaubt mir keiner. Dieser Weg da oben, der Weg darauf, ist Gold wert. Und da oben, wortwörtlich, da oben ist nicht nur Unmengen an Metall, sondern ich habe auch Kristall entdeckt, aber das habe ich nicht abgebaut, weil ich keine Zeit gehabt habe. Da kommt dann ein kleiner Fluss oder Bach oder irgendwas, sehe ich das auf der Karte eigentlich schon? Nein, sieht man nicht so gut. Wo Raptoren und auch Terrorbirds herumlaufen, was ganz grauslich ist. Wir hätten beinahe Delta verloren. Aber ich habe da oben auch ein Schaf gefunden. Und ich habe das Schaf umgebracht, habe es ein, zweimal zusammengehaut, also geerntet, bin runtergelaufen, habe den das Hammelfleisch reingeschmissen. Der hat instant gleich einmal 4 Stück aufgefressen. Und ja, da bin ich nochmal raufgelaufen. Was mache ich denn da? Und ja, das muss gestehen, das Pelz, also das Fell habe ich alles weggeschmissen, weil das war einfach viel zu schwer für meinen Raptor. Aber ich habe ihn zähmen können mit Hammelfleisch. Das heißt, wir haben jetzt nur ein Level verloren von einem Perfect Tame. Ich habe mal genug Metall mitgenommen, dass ich sogar einen Sattel jetzt machen habe können. Ach, wie geil. Oh, wie geil. Wie geil, wie geil, wie geil. Gut, das heißt, ich kann meinen Raptor jetzt mal wieder einparken. Solange es noch hell ist, möchte ich euch kurz zeigen, was da oben ist und den Rex natürlich kurz ausführen. Mein Moschops ist ins Dach reingerutscht, weil ich wahrscheinlich außerhalb vom Renderbereich war. Da sind lauter Megalodons, die was mich die ganze Zeit genervt haben. Da vorne schwimmt eh noch einer. Da hinten ist der andere. Ah, wir haben einen Rex. Wir haben einen Max-Level-Rex und ich fasse es nicht. Es ist. Puh. Es das heißt so die ganze Zeit. Oh, da ist ein Raptor jetzt kommen. Was für ein Glück, dass der jetzt erst kommt. Nicht vorher schon. Wir haben natürlich auch mega Glück, muss ich gestehen. Aber was ich so weiß, ist das Level Cap, also unverändert 180 bei uns. Was aber das Geniale ist, ist, dass auf Valguero extrem hohe Chancen sind für ein hohes Level Cap, fürs Max Level Cap. Ähnlich wie auf Ragnarok. Und das ist natürlich eine coole Sache. So, jetzt müssen wir mal kurz die Stats anschauen. Wie schaust denn du aus? Nicht ich, du. Wir haben 10.500 Leben, was gut ist. Wir haben 2.100 Ausdauer, was super ist. 15.900 Nahrung ist ein bisschen viel, ja, das stimmt schon. Und 890 Gewicht bei 439 Nahkampf. Das ist ein Top-Rex, muss ich gestehen. Und jetzt ist dunkel, oder was? Jetzt ist aber so schnell dunkel geworden, dass ich gar nichts mehr sehe. Nein, dann werden wir so machen. Ich werde mir da noch kurz den Raptor holen, der leuchtet so schön. Ich werde mit euch einfach in der nächsten Folge dann raufgehen, weil ich will jetzt wirklich abdrehen. Das Ganze hat mich jetzt eine Stunde oder so dauert. Die Aufnahme rennt schon über eine Stunde eigentlich. Achter, halt die Fresse. Ja, wir machen alles in der nächsten Episode. Ich werde mich jetzt mit dem da Richtung Boot verschüssen. Und werde mich jetzt aufs Ohr hauen, denn es ist 1:30 in der Früh. Ich brauche jetzt ein bisschen Schlaf und morgen geht's weiter. Und ja, dann zeige ich euch, was dieser Weg da hinten oben alles für Schätze hat und auch zum Bieten hat. Also, wie gesagt, der Weg darauf ist Gold wert. Wenn ihr Valguera noch nicht gestartet habt, dann macht das.
startet auf Beach Zone 1, sucht die Stelle, wo ich hier auch bin, mit diesem kleinen Waldstück. Und ja, in der nächsten Episode zeige ich euch dann den Grund, warum es unbedingt dort sein soll. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.